Ja, wir haben sie gerade wieder gesehen, die Aktivisten, die Corona-LeugnerInnen, die mit einem Schild gemeinsam für Grundrechte hier durch die Gegend laufen. Wir haben es ja schon öfter hier thematisiert, Grundrechte, die, ja, sagen wir mal, nicht wirklich eingeschränkt waren. Also wenn jemand der Auffassung ist, dass das Tragen einer Maske die eigenen Grundrechte einschränkt, also ich glaube, da ist es schon weit gekommen, sehr weit gekommen. Oder wenn Menschen gar meinen, sie leben in einer Corona-Diktatur, das war ja das, was die Gegenseite ja immer und stets und gerne vorgetragen hat, da kann man nur sagen, Leute, ja, guck mal ein paar hundert, ein paar tausend Kilometer weiter nach Osteuropa, dann seht ihr, was eine Diktatur ist. Jedenfalls unsere Verhältnisse hier. Denke ich, kann man mit Fug und Recht nicht so bezeichnen. Das führt uns wieder zu dem Thema, das wir in den vergangenen Versammlungen auch schon mal hatten. Die Corona-LeugnerInnenpartei, die Basis, hat ja vor einiger Zeit die Ratsmitglieder angeschrieben und auch diverse andere Organisationen wie Kitas angeschrieben und haben dann die angeschriebenen Personen darüber in Kenntnis gesetzt, ich zitiere, dass derzeit eine Klage wegen, Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorbereitet. Wie könnte man in diesen Tagen ja meinen? Es handele sich möglicherweise um Kriegseinsätze, die hier sozusagen vor den Strafgerichtshof gebracht würden. Aber nein. Gemeint sind damit tatsächlich, wie gerade schon gesagt, die Maßnahmen in der Pandemie. Also Impfungen, Masken tragen, Abstand halten, eben die Maßnahmen, die uns die Pandemie gebracht haben und die dafür gesorgt haben, dass eben sich weniger Menschen infiziert haben, dass Menschen geschützt worden sind. Das sollen also auch der CoronaleugnerInnen sogenannte Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Und damit sind wir eben auch schon an dem Punkt. Es geht darum, tatsächliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verharmlosen. Wir haben das ja auch hier in Münster öfter schon erlebt, wo dann jemand da mit einem Davidstern auftaucht und der Auffassung ist, dass eben die vorhandenen Schutzmaßnahmen quasi einer Ausgrenzung gleichkommen. Wie die Juden im Dritten Reich ausgegrenzt worden sind und so weiter. Also es sind Verbrechen, die da verharmlost werden. Tatsächliche Verbrechen werden dort verharmlost. Die Nazi-Diktatur wird dort verharmlost, als nämlich unter anderem der Zwinger, der ja im Dritten Reich eine Hinrichtungs- und Mordstätte war, bezeichnet worden ist als Quarantänehotel. Das muss man schon sehr, sehr, sehr deutlich als das bezeichnen, was es ist, nämlich als das systematische Verharmlosen von Menschheitsverbrechen. Und wir stehen auch hier, um genau das zu thematisieren, das immer wieder anzusprechen, das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und wir werden hier auch weiterhin stehen, um das zu tun. Und das bringt den Punkt, denjenigen, also euch, nochmal ganz herzlich zu danken dafür, dass ihr durchgehalten habt, dass wir seit dem 13. Dezember hier jeden Montag stehen und jeden Montag auch darauf aufmerksam machen, was hier in Münster passiert, dass wir eben Widerspruch und auch Widerstand leisten gegen die Corona-LeugnerInnen, die hier sich auf dem Domplatz versammeln und dann eben durch Viertel ziehen. Im Südviertel, wir hatten ja auch davon berichtet, es ist so, dass im Anschluss an eine Demo der Corona-LeugnerInnen ein Protest transparent gegen diese angezündet worden war. Also so viel zum Thema Friedlichkeit der Corona-LeugnerInnen. Da ist immer viel von Frieden, Liebe und Freiheit und so weiter die Rede gewesen. Aber wenn man sich dann mal in ihren Chaträumen umguckt, wenn man dann mal liest, was dort gepostet wird, da geht es um ganz andere Dinge. In den Chatgruppen der hiesigen Corona-LeugnerInnen wurden nämlich Bilder von QAnon verbreitet. Also wem das nicht sagt, das ist eine Bewegung aus der USA, extrem rechte Aktivitäten, die sich den Freunden von Donald Trump auch zählten und die sich darauf spezialisiert hatten, Lügen und Falschmeldungen über demokratische Politiker zu verbreiten, im Wesentlichen Verschwörungserzählungen,
die halt sich um solche Falschmeldungen wie Satanismus dreht, die Entführung von Kindern und anderem mehr und im Wesentlichen dazu erfunden worden waren, demokratische PolitikerInnen zu diffamieren, das demokratische System mit Verschwörungsideologien und Ähnlichem zu unterminieren. Mit Fug und Recht darf man diese Bewegung, QAnon aus den USA, als extrem rechts, als Demokratiefeind und eben als extrem bezeichnen. Das muss man sicherlich deutlich tun. Und auch das zeigt uns, es geht hier in Wirklichkeit um andere Dinge und nicht um Debatten über Gesundheitspolitik oder die Pandemie, sondern da geht es um ganz, ganz anderes. Und was andere Gruppen in den USA sind, das ist hier in Deutschland sowas wie die AfD oder die extrem rechte Partei Neue Stärke. Diese Gruppierungen laufen dort mit bei den Corona-LeugnerInnen. Wir hatten ja auch schon mal die Situation, dass auf einer Demonstration auf der Hammer Straße die AfD mit dem Fronttransparent lief, mit AfD-Plakaten und 500 Corona-LeugnerInnen trottelten hinterher. Auf diese Art und Weise passiert eben genau das, was wir als Bündnis über Jahre geschafft haben zu verhindern, nämlich dass die AfD oder extrem rechte Kräfte Anschluss finden können an die Mitte der Gesellschaft. Und das ist tatsächlich das üble Verdienst natürlich mit dicken Anführungszeichen, der Corona-LeugnerInnen, dass es ihnen gelungen ist, die AfD sozusagen an die Mitte der Gesellschaft heranzuführen. Wir haben es geschafft, die AfD hier in Münster sehr klein zu halten. Und auch deswegen gibt es auch heute und auch hier wieder kein Platz der AfD, kein Platz für Rassismus, kein Platz für Antisemitismus und Menschenverachtung. Ein Wort nochmal zu den Montagsdemos, weil ich finde, das kann man eigentlich nicht oft genug wiederholen. Unter historisch völlig falschen Nutzung und Instrumentalisierung der Montagsdemonstrationen. Für diejenigen, die schon älter sind, die Montagsdemonstration in der DDR setzte sich für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und demokratische Reform in der DDR ein, 1989-90 war das. Die heutigen DemonstrantInnen, die sich bundesweit treffen, hier in Münster auf dem Domplatz, haben damit nichts im Sinn. Sie bekämpfen die Pressefreiheit und sie bekämpfen Journalistinnen und Journalisten, die nicht in ihrem Sinne berichten und beklagen die angeblich fehlende Meinungs- und Versammlungsfreiheit, obwohl es gerade diese ist, die ihnen ihre Versammlung ermöglicht. Also im Grunde eine Veranstaltung aus Absurdistan. Das jedenfalls kann man mit Fug und Recht behaupten. Das ist hochgradig widersprüchlich, als wir da vorne wieder diskutiert, genau. Aber ich glaube, dass man nochmal klar machen muss, die Gruppen, die sich auf dem Domplatz treffen, stehen für alles andere, aber eben nicht für Grundrechte. Das wollen wir nicht vergessen, deswegen stehen wir auch hier. Wir stehen hier für Demokratie, für Solidarität und vor allem für eine soziale Bewältigung der Pandemie. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gruppierungen und Beschäftigte zu Wort kommen lassen, seien es Lehrerinnen und Lehrer aus den Schulen, Kita-Beschäftigte, Beschäftigte aus den Pflegeeinrichtungen, aus den Krankenhäusern, heute wieder Münster Cares, weil wir deutlich machen wollen, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die tatsächlich in erster Linie gegen die Pandemie kämpfen. Mit diesen wollen wir solidarisch sein und die wollen wir auch weiterhin unterstützen. Vielleicht auch nochmal ein weiterer Hinweis. Die Kampagne, die der Kollege von Münster Cares gerade vorgestellt hat und sich ja im Wesentlichen für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, in den Krankenhäusern einsetzt, Tarifvertrag, Entlastung als Stichwort. Wir haben auch als Bündnis, aber auch die einzelnen Organisationen, die in unserem Bündnis sind, diese Kampagne stark unterstützt, unterstützen es auch weiterhin. Vor den Corona-LeugnerInnen hat man bei den Aktionen für bessere Pflege nie jemanden gesehen. Das muss man vielleicht auch nochmal festhalten, weil darum geht es ihnen nämlich auch gar nicht. Ja, worum es geht, haben wir vorhin schon, glaube ich, mehrmals erläutert. Da geht es um ganz andere Fragen als eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte. Ton, da vorne geht es ja wieder darum, ne, dass sich angeblich die Corona-LeugnerInnen natürlich von allen rechten Kräften irgendwie distanzieren. Aber wir haben hier in Münster ja auch so manche andere Situation schon erlebt, nämlich unter anderem demonstriert im Sommer vergangenen Jahres die sogenannte Patriotic Opposition Europe. Und da waren eben auch Leute dabei, die eben ganz klar auch eingebunden sind, von denen wir auch wissen, dass sie eingebunden sind in die Organisation und Aktion.
der Corona-LeugnerInnen. Da war von Distanzierung überhaupt nicht die Rede, ganz im Gegenteil. Man machte eifrig mit bei der Demo der Patriotic Opposition Europe. Infrastruktur wurde zur Verfügung gestellt, Technik und natürlich auch Akteure waren dabei. Ein gewisser Peter Weilerswist, der eben dort auch eine Rede gehalten hat, zusammen mit dieser extrem rechten Gruppierung. Also ich glaube, dass das, was da an Distanzierung kommt, immer nur Lippenbekenntnisse sind, weil natürlich wird man ungern mit extrem rechten Gruppen in einen Topf geworfen oder zusammen gesehen. Aber die Fakten bestätigen wie so oft das Gegenteil. Ja. Viele warme Worte, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Ne? Da hat man nämlich überhaupt keine Berührungsängste. Das wollen wir ja auch mal festhalten. So sieht's aus, genau. So, also bevor sich die Gemüter jetzt noch weiter erhitzen, sage ich mal was zu der Dame, die ich hier jedes Mal recht hartnäckig besucht. Nein, ich nenne natürlich keinen Namen, das würde mir vielleicht rechtlich Ärger einbringen. Aber diese Dame versorgt das Profil von Gemeinsam für Grundrechte, also das offizielle Facebook-Profil von Gemeinsam für Grundrechte. Da ist sie also hauptsächlich für zuständig. Und auf diesem Profil wurde zum Beispiel kürzlich die Patriotic Opposition Europe geteilt. Das ist die rechtsradikale Gruppe, die hier mal mit Markus Rahmstorf versucht hat, Fuß zu fassen in Münster, auf der Sturmgasse, wo 150 Gegendemonstranten waren. Diese Dame hat auch auf ihrem privaten Profil den Holocaust-Leugner David Icke geteilt. Ja, also ich denke, mit dieser Frau, ich weiß nicht, warum sie sowas teilt, ob es Ignoranz ist oder ob sie nicht weiß, mit welchen Leuten sie es da zu tun hat, kann eigentlich nicht sein, weil sie dort andere Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Also wer rechtsradikale Gruppen teilt und auf seinem Account und der Holocaust-Leugner, die in Deutschland Einreiseverbot haben, teilt, mit dem muss man eigentlich nicht weiter über Friede, Freude und Harmonie diskutieren. Dankeschön. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, was sozusagen aus dem Kreise der Corona-LeugnerInnen geäußert und getan worden ist. Wir haben das mal zusammengestellt. Und zwar wurde aus der Demo heraus ein Hitlergruß gezeigt. Ein Teilnehmer trug eben den gelben Davidstern. Ein anderer trug ein Plakat, dass die Impfungen mit dem Massenmord und den Menschenexperimenten des Auschwitz-Arztes Mengele gleichsetzte. Also nochmal, man muss sich das vorstellen. Die Maßnahmen, ja, die vor der Pandemie schützen sollen und vor Infektionen schützen sollen, also Impfungen und anderes, wurden gleichgesetzt mit Menschenexperimenten des Auschwitz-Arztes Mengele. Ich glaube, da ist sehr klar, in welcher Ecke da Leute stehen. Das ist das, was wir mehrfach auch erklärt haben. Das sind ganz klar Verharmlosung von Menschheitsverbrechen, Verharmlosung des Holocaust und Verharmlosung Verbrechen des Dritten Reiches. Und das sind Dinge, die sind nicht hinnehmbar, die sind nicht akzeptabel und gegen die wenden wir uns auch weiterhin. Und diese vermeintliche Nähe, die können Sie auch nicht leugnen, ja? Die können Sie auch nicht leugnen, weil wir werden heute auch wieder sehen, dass AfD-Leute damit laufen. Wir haben ja schon diese Situation erlebt an der Hammer Straße, wo dann AfD-Leute das Fronttransparent der Corona-Leugner-Demo trugen, mit AfD-Fahne dabei, und 500 Leute von den Corona-LeugnerInnen trottelten hinterher. Also das sind alles keine Dinge, die zufällig sind. Die gehören dazu, die sind dabei. Und wer eben die Nähe dieser Menschen zulässt und sie auch sucht, der darf sich dann eben auch nicht wundern, wenn er selber auch in die rechte Ecke zurechtgestellt wird. Oder sich selbst stellt. Ja, der ist durchgeknallt. Der ist auch so religiös anlaufend. Ja, wir glauben, dass nochmal, die wichtigsten Grundrechte, von denen wir sprechen und auf die sich die Aktivisten der Gegenseite beziehen, Versammlungsfreiheit,
Pressefreiheit, Meinungsfreiheit waren nie eingeschränkt. Ja? Dass das jedoch böswilliger Art und Weise behauptet wird, sagt eine Menge darüber aus, dass es eben nicht um Fragen der Gesundheitspolitik, nicht um Fragen der Pandemiebekämpfung geht, sondern um ganz etwas anderes. Deswegen kann man auch sicherlich sagen, dass sich die Szene radikalisiert hat. Und sie radikalisiert sich auch weiterhin. Im vermeintlichen Widerstand gegen die da oben, ja, sieht man sich dann selbst auf einmal als Opfer einer vermeintlichen Diktatur. Nochmal, diese Selbstviktimisierung ist schlicht und einfach unerträglich. Gerade heute und in diesen Tagen. Denn was eine Diktatur ist, lässt sich tatsächlich in diesen Tagen beobachten. Aber sicherlich nicht hierzulande. So, wir machen weiter, auch in den nächsten Wochen. Achtet einfach auf Ankündigungen, wie es weitergeht. Wir wollen uns auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, denn seit Mitte Dezember sind wir hier. Viele Leute sind von euch auch seit Mitte Dezember dabei. Danke nochmal für euer Engagement, für eure Unterstützung.